Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe mich dazu entschlossen, ihm erstmal Marksman zu geben. Schuss, Dribbling, Physis. Da kriegt er dann auch, glaube ich, 96 Sprungkraft, 99 Heading hat er schon, 187 cm groß und eine krasse Körpersteige. Also könnte er dann eigentlich auch ziemlich kopfballstark sein. Und sollte ich merken, dass sein Pass mir nicht reicht, würde ich wahrscheinlich dann irgendwann doch zu Maestro gehen, aber erstmal würde ich gerne Marksman probieren. Und, was wollte ich noch machen? Nichts. Ich habe gehofft, also es ist noch keine Weekend League, ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt Gegner finden, wo die Latenz gut ist und wir keine ruckelnden Ruckelspiele haben. Wenn ich keinen Gegner finde, dann werdet ihr das hier leider nie hören, tut mir leid. Und dann, ja, brauche ich jetzt eigentlich auch nicht weiterreden. Aber ich rede ja trotzdem weiter, weil es könnte ja sein, dass ihr es seht und dann wäre es irgendwie komisch, wenn ich nicht weiter geredet hätte und ab jetzt ruhig wäre, deswegen ja, rede ich mal weiter. Okay, wir finden erstmal generell keine Gegner. Ich habe natürlich auch nachgeguckt, an mir lag es auf jeden Fall nicht mit dem mit der schlechten Latenz und den Lags, weil, oh, fuck! Ich glaube halt, ich krieg gerade nur Gegner, die von irgendwo herkommen, was halt nicht bei uns in der Nähe ist. Ich glaube, daran liegt das gerade. Das Problem hat man schon mal, das ist schon länger her, aber das hat man schon mal und ich weiß nicht, woran es liegt. Hier, es ergibt keinen Sinn. Wie gesagt, ich habe kurz bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, habe ich nachgeguckt, wie die Latenz, also wie mein Down und mein Upload ist. Und da lag halt bei 0. Also man hat immer 1, 2, 3 Kilobyte Upload und Download, weil irgendwas wird ja immer gemacht. Aber wenn halt eigentlich irgendwas runtergeladen wird, dann ist da über 1000 Kilobyte, wenn was hochgeladen wird, über 1000. Also es liegt nicht an mir. Das ist sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt die Aufnahme nicht seht, dann vergesse ich ja wahrscheinlich zu sagen, dass ich Modest Marksman gegeben habe. Ach, das war eh ein Abbrecher. Das war ein 2017er. Ich probier's jetzt noch. Fünfmal, wenn es dann nicht klappt, oh, fünf ist echt viel, aber fünfmal, wenn es dann nicht klappt, dann ist diese Aufnahme gestorben. Eins. Das ist wieder der gleiche. Zwei. The Team of Ship, okay. Drei. Komm. Orange. Ah, oh, rot, orange, rot. Das ist wahrscheinlich diese Art Gegner, die wir beim letzten Mal gehabt haben. Vier. Muss dann trotzdem die ganze Zeit geleckt hat und es war mal mehr und mal weniger. Ich wette mit euch, das passt gerade irgendwie nicht. Wir bekommen gerade keine Gegner aus der Nähe. Wir bekommen auf gar nicht gerade irgendwelche Gegner, die von, weiß ich nicht, Amerika oder sowas spielen, wo dann einfach die Latenz automatisch schlecht ist. Ah, grün? Ja, grün. Es hat doch geklappt, wie geil. Aber da werden wir wahrscheinlich nur ein Spiel schaffen in der Aufnahme, wenn wir jedes Mal so lange brauchen. Und das ist jetzt ein Abbrecher. Nein, ach zum Glück. Oh, er spielt, das ist seit Ewigkeiten, dass wir mal wieder eine Scream of the Week-Karte sehen. Generell eher schwaches Team im Vergleich zu dem, was wir sonst halt immer so am Start haben als Gegner. Und er spielt halt nur den Scream of the Week, also die leichte Verbesserung des Lukakos, die natürlich trotzdem eklig sein kann. Da ist mein Team natürlich deutlich besser. Wir werden jetzt konzentrieren, weil ich, das ist natürlich immer unangenehm, gegen so deutlich schlechtere Teams dann zu verlieren. Deswegen will ich jetzt gewinnen, wir müssen uns nur anstrengen. Vielleicht haben wir ja Glück und individuelle Klasse in unserem Team regelt. Schauen wir mal.
Oh, hat er einen langsamen, ruhigen Spielaufbau. Meine Fresse. Das ist ein gutes Zeichen, er kommt nicht so gut durch. Das ist er hektisch geworden, aber hat den Ball leider nicht verloren. Ich wusste es, dass er den macht. Aber der hat zum Glück nichts gebracht, getunnelt. Schön gemacht von Goretzka. Erste Balleroberung und die auch noch ziemlich gut. Rausgespitzelt. Ich glaube, das ist jemand, der richtig gut spielt. Das wird ultra schwer gegen den. Der war bumsi, der war richtig bumsi dabei. Eieieiei. Der war noch nicht platziert genug, aber. Aber alleine vom. Schade. Alleine vom Druck war da genau richtig. Da hat Hector leider eine Stunde gebraucht, um das auszuführen, was ich wollte. Oh, ich komme nicht zum Schuss. Da kommt noch irgendjemand dazwischen. Ich weiß nicht wer. Rausgespielt, was eigentlich geil. Schön gemacht, Zusammenarbeit von Reus und Vidal. Ich sag ja, der ist schwer, der Spieler. Da hat Stindl zu lange gebraucht, um zu stoppen. Natürlich auf Dembele dabei. Meine Fresse, ey. Dembele war sowas von durch über rechts und er macht ihn halt auf Modest. Das war schon wieder Goretzka. Ja, der Spieler ist gut. Also er hat zwar ein schwächeres Team, ein deutlich schwächeres, aber er spielt halt sehr gut. Das merkt man. Sehr schön. Oh, wieder nicht zum Schuss gekommen mit Reus. Fuck. Nicht auf ihn. Habe ich wahrscheinlich straff genug aufgezogen. Das war ein Risikopass, den ich nicht hätte spielen müssen. Schön gemacht von Stindl.
Den muss ich natürlich machen mit dem Bele. Oh, wie geht das denn, den daneben zu schießen? Oder zu köpfen? So ein geiler Kopfball eigentlich. Und auch so eine geile Flanke. Das war natürlich eigentlich das 1-0. Das muss das 1-0 sein. Fuck! Das muss das 1-0 sein. Wie ging das denn? Wie ging das denn daneben? Hab ich so schlecht gezielt? Also ich muss daneben gezielt haben, anders kann ich mir nicht erklären. Ich meine, klar, Dembele hat auch keine Kopfballgenauigkeit, keine gute, glaube ich. Also das darf man auch nicht vergessen, aber... Schön geblockt. Wieder Schuss geblockt. Eigentlich keine so schlechte Position. Klar, es wird fast nie ein Tor werden, aber... Zumindest eine Ecke oder so. Habe ich auch gedacht, dass er durchkommt. Komm schon. Schwach mitgenommen von Stindl, glaube ich, war es. Dadurch wieder dabei. Aber wie gesagt, der Spieler Gegner spielt einfach gut. Wir können echt froh sein, dass der kein besseres Team hat. Dann wäre es hier richtig schwer. Wahrscheinlich auch richtig schwer zu verteidigen. Das ist auf jeden Fall ein Fall. Oh, aus der Drehung. Ich stehe doch eigentlich da. Oh. Nicht verdient. Auf gar keinen Fall verdient. Erste Chance vom Gegner überhaupt. Schlechte Abschlusschance und er macht sie natürlich. Ich habe die Riesenchance mit dem Kopfball. Sehr offensiv, er steht natürlich Lücken, logischerweise.
so schwach, ey, da war in der Mitte alles frei. Fuck! Wie das aber nicht verlieren muss. Also ich glaube nicht, dass ich noch gewinnen werde, dafür spielt er zu defensiv und zu gut. Ja, der Pass von Stindl kommt einfach eine Stunde zu spät. Viel eher gepasst. Das ist eine ärgerliche Niederlage. Also ich denke, dass es eine Niederlage wird. Ich werde jetzt wechseln, ich will wenigstens noch versuchen zu gewinnen. Ich glaube, eine andere Formation habe ich jetzt erstens keinen Bock und zweitens macht es keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich mit einer anderen Formation besser durchkomme. Aber vor allem habe ich keine Lust drauf. Das gibt's doch nicht, ey. Er klärt dich, er wurde auf Klären drückt. Er passt nicht zu dem Spieler, wo ich hindrück. Och, meine Herren. So, Modest, mach jetzt das Kopfball-Tor wie Kane im ersten Spiel. Komm. Ach, ich meine, ein Unentschieden wäre meiner Meinung nach hier das verdiente und korrekte Ergebnis, so wie ich das sehe. Aber er muss halt dieses verdreckte Tor schießen. Ach, dieser Kopfball von Dembele. Fuck! Unverdient. Mal gucken, ob wir noch ein Spiel finden. Modest eher unauffällig, aber die Spieler bekommen natürlich in der Weekend League genügend Zeit, um ihre Stärken zu beweisen. Moment mal, ich habe 39.000 Coins. Da muss doch eigentlich der Silberspieler verkauft worden sein, den ich so teuer reingestellt habe, oder? 2,5 und der andere auch. Geil, für 9.400 Silberspieler losbekommen. Richtig geil. Ich wusste es. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein Spiel finden. Mit grüner Latenz. Machen wir einfach nochmal Bundesliga. Konnten die jetzt nicht so wirklich testen. Modest, unauffällig, aber wie gesagt, alle neuen Spieler bekommen noch genügend Zeit in der Weekend League.
Oh, direkt grüne Latenz. Hoffen wir mal, dass der kein Abbrecher ist, aber ich habe ein gutes Gefühl. Krasses Team, aber immerhin kein Abbrecher. Sehr teures Team. Zumindest Pogba kostet, weiß ich nicht, ungefähr 1 Million. Ich habe mal durch Zufall habe ich heute nachgeschaut, wie viel er kostet. Und das ist so eine knappe Million. Irgendwas zwischen 900.000 und 1 Million. So, konzentrieren. Ich will jetzt das Spiel gewinnen, nachdem wir das letzte, ist meiner Meinung nach unglücklich verloren. Aber es war halt wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, muss man so sagen. Es war ein sehr, sehr guter Spieler, aber es wäre trotzdem unentschieden gerechter gewesen. Hat Probleme gehabt mit der Ballkontrolle, war halt ein straffer Pass, aber naja, muss ich halt so spielen. Mit ein bisschen Glück kriegt er den halt auch direkt angenommen. Hat er gedacht, der Martial. Hätte er auch nicht Sokrates. Was? Hätte ich nicht mal, also nicht mal ansatzweise damit gerechnet, dass der jetzt so weit geht. Hat richtig was gebracht, sein Heel-to-Heel. Au, immer alles so auf Reus drauf. Das ist doch ein ganz, ganz zarter Feingeist. Da darf man nicht so drauf hacken. Dann war natürlich abgefälscht. So, und jetzt machen wir mal ein schönes Kopfhörer mit Modest. Eigentlich müsste das Modest drauf haben, wie gesagt. Weil da hat sich hier Loris durchgesetzt und dann lässt sich Hummels so von Martial abkochen. Das ist nicht geil. Aber so. Das ist eigentlich gelb. Das ist gelb. Ja. Von Madridi. Ich wollte gerade sagen, schön gemacht von Stindl, war am Ende dann ja auch so. Fast ein geiler Pass, aber wie gesagt, hat nicht den geilsten Passwert, deswegen müssen wir da aufpassen. Was soll ich da machen? Hat mich ausgekontert. Was soll ich da machen? Peso-Style. Kann ich nichts da machen. Guter Abschluss. Und der Scheißpass von Modest. Muss ich wirklich Modest Maestro geben, dass er einen besseren Pass hinbekommt. Aber ich wollte ihn halt unbedingt Kopfball stärker machen. Fuck. Aber wenn der Fehlpass nicht gewesen wäre, und ich denke, der Pass war spielbar, wenn der Fehlpass nicht gewesen wäre, hätte es auch nicht diesen Scheiß-Konter gegeben. Also leider hat jetzt gerade ein schlechter Pass für einen Gegentor gesorgt. Müssen wir mal aufpassen, ob das in Zukunft häufiger vorkommt. Also, dass die schlechten Pässe von Modest. Unser Spiel beeinflussen. Schade. So, jetzt der Modest. Komm schon, Baby. Mach's wieder gut. Mach den schlechten Pass wieder gut. Komm schon, du hast es drauf. Wir wissen es doch alle. Die Flanken sind aber auch nicht so geil von Reus. Muss man leider so sagen, wie es ist, ne? Schön in den Gegner reingespielt und reingetribbelt mit Sokrates. Das war auch richtig schlau gespielt von mir.
Gut gehalten von Sommer. Macht's gerade gut, aber ich spiele gerade auch nicht auf meinem Maximum. Ich merke das. Ich bin nicht ruhig genug. Ich muss mich konzentrieren. Oh, schon wieder ein Dreckspass von Modest. Ich glaube echt, wir müssen Modest einen Pass Chemistry Style geben. Es war jetzt der zweite Dreckspass von Modest, der einfach eine mega, mega schöne Situation kaputt gemacht hat. Fuck. Ich glaube, wir müssen ihm in Chemistry Style. Er hat jetzt auch noch kein Kopfballtor gemacht, aber ich glaube, alleine noch schon nach dem Spiel lege ich mich fest, er braucht den Chemistry Style mit Pass. Oh, zwei Situationen. Fuck. Das eine Mal hätte er schön auf Goretzka spielen können, das andere Mal einfach wunderbar auf Reus. Also das ist halt zwei Situationen, ist schon krass. Mal wieder beim Thema wären, ich brauche einfach den mitspielenden Stürmer. Es geht halt einfach nicht anders. Oh, das ist dadurch meine Schuld. Da darf ich nicht so rennen, dass ich ins Ausrennen. Goretzka war bisher okay, aber jetzt oh, wieder diese Scheiße hier, das Pissstreck wieder zu weit oben steht. Gut gemacht mit Sokratis. Ja, bei Goretzka glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er besser ist als Second Info Bentaleb. Ich spiele zu unruhig, ich spiele zu hastig, ich spiele nicht gut, ich merke das gerade. Vielleicht regt mich noch das andere Spiel zu sehr auf. Irgendwie so. Gut, wir hätten halt jetzt zwei gute Situationen auch schon gehabt, darf man auch nicht vergessen. Und Modest scheint sich im Kopfball nicht so durchzusetzen. Vielleicht liegt's. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wer einfach mit seiner dreckigen Pace ständig zu Abschlüssen kommt. Das kann doch nicht sein. Auch noch nicht mal in Ruhe den Angriff ausspielen. Gegner hat bisher auch mehr Abschlüsse, hat die besseren Abschlüsse. Aber ich habe, wie gesagt, auch gerade keinen Bock, irgendwie umzustellen. Dann verliere ich halt das Spiel. Scheiß drauf, ist nur Liga. So, jetzt kommen wir mal über die Pace, jetzt müssen wir das Ding aber auch zu Ende spielen. Hat er eigentlich einen Schussteufel gemacht mit dem Bele. Oh, meine Fresse. Schön die Situation kaputt gemacht, weil er die Schussteufel nicht machen will.
Er soll einfach nur auf Modest spielen. Er versucht ihn auf Reus zu spielen. Scheiß Dreckslag! Ich hatte den beschissenen. Ach, ist egal. Ich stand genau drinnen in dem verfickten Berberspin. Na, jetzt doch eine andere Formation. Wir haben noch so viel Zeit. Ich habe keinen Bock hier drauf. Meine Fresse, ey. So ein scheiß Lacker. Guckt euch an. Das zeigt euch doch nicht nochmal. Ich stand genau drin im Berberspin. Er bekommt den Ball halt trotzdem nochmal. Ach, Mann. Zum Glück geht's hier um nichts, ey. Wo ist denn jetzt die Formation hin? Hä? Ja. Reus ist schon komplett im Arsch, was? Nice luck. Scheiße! So was kommt natürlich. Oh, Pisscheck macht wieder nicht, was ich will.
Schön gemacht von Ribéry. Geiler Kopfball von Modest. Aber wie gesagt, ich werde ihm den Pass Champions Freestyle geben. Modest macht wirklich noch den Anschlusstreffer. Bringt natürlich nichts mehr, das Spiel auf Zeit. Das ist doch nicht so wichtig, aber er macht den Kopfballtor. Ist halt die Frage, hätte er das Tor jetzt auch gemacht, wenn ich ihm den anderen Champions League-Steil gegeben hätte, wo er halt nicht so die krasse Sprungkraft hat? Das ist jetzt halt die Frage. Aber es waren jetzt eine Situation, wo er einen Kopfball macht und zwei Situationen, wo er halt den Pass verkackt. Und ich denke, es wird auch häufiger vorkommen, dass er mal einen schönen Pass spielen muss. Deswegen, ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ihm den anderen Champions League-Style zu geben. Es wäre halt schön, wenn der Champions League-Style-Pass auch noch mit verstärkt werden würde, aber dem ist dann wohl nicht so, leider. Keine Ahnung, warum er jetzt so lange braucht. Was hat er denn da vor? Wahrscheinlich hat er jetzt Fünferkette an, weil er den Sieg braucht für den Liga-Titel oder irgend sowas. Aber wie gesagt, klar, dass jetzt auf Zeitspiel geht. Oh, den Ball hatte ich doch eigentlich. Ah, wir werden keine Zeit mehr haben, um zu kontern. Oder ein Angriff. Oh, es wäre so geil, wenn wir jetzt noch das Tor schießen. Ich glaube es nicht, aber es wäre schön. Oh, noch ein Kopfballtor. Wo steht denn Modest da? Ribéry, stimmt, er hat doch gerade die Vorlage gegeben. Ach, ich wollte nicht noch einen Schritt gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass der von hinten mich einholt. Egal, haben wir halt verloren. Ich habe auch nicht gut gespielt. Aber immerhin, Modest macht ein Kopfballtor und Kane auch. Ja, die wirklichen Tests kommen dann logischerweise erst in der Weekend League. Das wird die nächste Folge werden. Aber ich gebe jetzt auf jeden Fall erstmal Modest den Champions Freestyle. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil er wird dann logischerweise nicht mehr ganz so kopfballstark sein. Er hat dann immer noch die Kopfballgenauigkeit von 99, aber halt, ich glaube, nur noch eine Sprungkraft von 86 oder 88, was eigentlich ausreicht bei einer Körpergröße von 1,87. Aber dieser Tick, ne, dieser Tick fehlt dann logischerweise. Aber ich habe einfach das Gefühl, wir müssen ihm den Pass boosten. Der Pass ist sonst einfach zu schlecht. Er hat halt echt einen schlechten Passwert. Der wird ziemlich guter Passwert. Ich glaube, der geht auf 88 oder so mit Maestro. Den braucht er einfach. Hab schon überlegt, ob ich ihm Deadeye gebe, Schuss und Pass, aber ich glaube, Schuss und Pass boostet. Ich glaube, Deadeye boostet nicht so schön den Distanzschuss wie Maestro, den ich halt auch gerne mit drin habe. Ja, ich gebe ihm Maestro. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.